Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadows 2. Wir sind wieder in der wirklichen Welt, im Wissenschaftsviertel, um genau zu sein. Und ich frage mich immer noch, ob das jetzt eine echte Burgwelt war oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Rufen wir noch einmal den Weißen Wolf. Ist der nur dazu da, damit ich durch die Welten reisen kann? Oder hat der noch einen tieferen Sinn? Das würde mich jetzt schon irgendwie interessieren. Das würde ich schon gern wissen. Ja, so wie es aussieht, kann ich dann nur wieder zurück, aber bringt mir im Moment eh nichts. Oh, ich kann mich in dieser Welt sogar jetzt wehren. Was zum Teufel? Warum verfolgt mich dieses Blut? Warum verfolgst du mich? Sag es mir! Kann das sein, dass wenn Dracula stärker wird, dass sich diese beiden Welten irgendwie ineinander vermischen und verbinden? Ist das möglich? Oder denke ich da jetzt nur zu krass? Moment, hier bin ich runtergekommen. Ich muss mich erstmal in die Open-World-Struktur gewöhnen. Das sieht so gut aus mit dem Dash. Ist das nicht der Ort, an dem... Ah, genau, da waren die Golgoth-Wachen am Anfang. Guck mal da, zwei Upgrades. Moment. Ah, von hier komme ich nicht hin. Blöd. Soll ich denn da raufkommen, bitte? Ich klaue mir auf jeden Fall jetzt erstmal das. Ist aber auch ganz schnell zu sehen, wenn man ganz genau hinsieht, dass unten das Blut rausläuft. Diese vier Pfähle. Du musst Dracula Blut opfern, damit du dieses Upgrade bekommst. Das ist schon irgendwie cool. Also diese Liebe zum Detail. Moment, das ist der Weg, den ich damals gekommen bin. Wie komme ich denn darauf? Ich hätte schon gern das Upgrade. Aber wahrscheinlich komme ich da noch nicht hin, oder? Bei meinem Glück. Ne, natürlich komme ich da noch nicht hin. Wo sind die ganzen Golgoth-Wächter? Ja, das war mein Handy. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber wahrscheinlich schon. Ne, hier bin ich hergekommen. Hier war ja nichts mehr. Das war nur vorhin dieses Stealth-Segment. Der Marker zeigt auch in eine andere Richtung. Ich bin total falsch abgebogen. Autsch. Wie kommt man da hoch? Bei meinem Glück wahrscheinlich noch gar nicht, aber... Du musst dir quasi die Locations von den Upgrades in zwei verschiedenen Welten merken. Du musst dir einmal in der Burgwelt das merken, also diese Vergangenheit anscheinend, und einmal hier in der Moderne. Da wirst du bekloppt. Gut, also der Weg war falsch. Genau muss ich denn hin?
Mir macht das Blut ein bisschen Sorgen. Ach, hier. Man muss sich schon ziemlich genau umsehen in dem Spiel, dass man hier die ganzen Sachen sieht. Aber das soll mich nicht stören. Ich mag ja sowas, wo ich Sachen finden kann. Mochte ich auch in Legacy of Kain schon sehr, sehr gern. Ah, da kann man unten durch. Ich glaube, ich muss da sogar durch. Oder? Ne, man kann. Was? Kann man da jetzt durch oder nicht? Ne, sieht nicht so aus. Hä? Ich kann ja aber auch nicht. Überhaupt nicht rüber. Warum habe ich jetzt dieses Ding eingefroren? Da oben sind Fledermäuse, da könnte ich hin. Für die Heilung. Und dann kann ich das mit dem Lehrischwert kaputt machen. Nope, sieht auch nicht so aus. Hä, was bringt denn das bitte? Die Box kann man auch nicht verschieben. Ja, LB leeres Schwert. Das ist mir schon klar, dass ich das anschießen kann, aber sonst nichts. Okay, das wurde angeführt. Ist okay. Ach, ich... Oh. Natürlich. Ich brauche die Ratte dazu. Ich habe diesen schwarzen Schatten nicht gesehen, dass da Ratten drunter sind. Ah, dann ist es natürlich einfach. Quick, 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 quick. Ganze Rattenarmee. Drücke während des Laufens A, um zu springen. Hups und hups. Erfahrungspunkte Schädel. Nice. Oh, Strom. Lass mich raten. Ratti muss vorsichtig sein. Ratti kann zwei Wege gehen. Ratti geht diesen Weg. Da gibt's wieder was. Komme ich denn hier überall hin? Heißt das, ich darf hier nicht weiter? Es ist doch ein bisschen dunkel, man sieht es halt nicht so gut. Und hier geht es auch nicht weiter, das heißt, ich muss den anderen Weg gehen. Meine Gruppe besteht gerade aus 9 Ratten. Auch nicht schlecht. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Also bisher finde ich die Stealth-Segmente gar nicht so blöd eigentlich. Sie sind nicht besonders schwer, aber es passt eigentlich ganz gut hinzu. Guckt euch das mal an, die ganze Rattenarmee. Yay, meine Brüder, yay! Bat 6! Okay, da war ich vorhin unten. Golgoth-Wächter. Wer hätte es gedacht? Autsch. Da waren es nur noch 8. Fuck, das zuckt immer zweimal. Da waren es nur noch 7. Ich habe einen ziemlich hohen Rattenverschleiß. Jetzt ist es still. Okay, einmal. Zweimal. Jetzt halt. Und jetzt bringe ich es doch um.
Kabel durchgebissen. Passt. Die haben sogar ihre eigene Sprache. Das wollte ich sagen. Da kannst du noch so deine Daten eingeben. Ich habe die Leitung durchgefressen. Du hast eine neue Charakterdatei. Bioquimec Wissenschaftler. Klonen, biologische Waffen, Genmanipulation und biochemische Verbesserungen zählen zu den größten Errungenschaften der modernen Epoche. Um sie zu erzielen, haben die Wissenschaftler von Bioquimec Gott selbst herausgefordert, indem sie seine Schöpfungen mit Stolz und Arroganz umgestalteten. In ihrem Streben nach Erfolg und Macht strecken sie nach nicht davor zurück, die Gesetze der Natur zu brechen und ethische Grenzen zu übertreten. Doch was sie tatsächlich erreicht haben, ist ein Leben in Versklavung und Qual unter dem Befehl von Satans Dienern. Es ist zu spät für Reue. Jetzt, kurz vor dem Ende der Welt, wird die Menschheit für ihre Verantwortungslosigkeit bezahlen müssen. Die Versuche an Primaten haben eine chaotische Mutation des Gewebes gezeigt. Haben wir die stabilisiert, können wir mit der Impfung menschlicher Objekte beginnen. Wolfgang Gerhard, Vorgesetzter bei Bioquimec. Aha. Sprich, die Firma ist nichts anderes als Umbrella im Endeffekt. So, jetzt habe ich die Leitung durchgefressen. Was mache ich jetzt? Kann ich den töten? Ich will dich lieben. Bei Kerzenschein am Kamin. Hm, ja. Nein! Tritt mich einfach, die Sau. Ich habe nur noch 5 Geschwister oder 4 Geschwister mit mir. Ich habe die Leitung angefressen und jetzt? Nee, hier bin ich falsch. Der Pfeil zeigt ja in die Richtung. Ich muss durch die Tür gelangen anscheinend. Die Frage ist nur wie, die Frage ist nur wie. Die Tür geht ja nicht auf. Und da bräuchte ich ja den Golgoth-Wächter wahrscheinlich. Ah, der hat Tommy getötet, du Sau, du Schwein! Mutantenbimbo. Habe ich hier was vergessen? Ne, das Ding ist kaputt. Aber ich kann ja nicht aus den Ratten wieder raus. Ah, ich muss 100% zurück zum Schatten. Ja, hier ist der Schatten. Den sieht man aber so verdammt schlecht, den Schatten, wenn ich ehrlich bin. Okay. Wie war das denn mit dem Ablenken? Nein! Alter, macht der Schaden. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht da. Die Ratte im Vordergrund sah jetzt böse aus. Ja, 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 was du das gesehen hast. Guck mal, Rattenplage, yay! Ladidadidai. Mach uns mal ganz kurz vom Acker. Wo bist du? Ich bin gar nicht mehr hier. Na Jungs, das war ein gutes Manöver, oder? Müssen wir nur noch warten, bis der Kerl weg ist. Oh, wie böse die aussehen, die Ratten. Guckt euch den rechts mal an. Total geil.
Voll krass hier. Wie voll diese Werwolfsratten oder sowas. Okay, ich muss den Techniker besetzen mit dem Fledermausschwarm. Das ist mir bewusst. Ich brauche nur einen Lock-On. Warum drehst du dich nicht um, du Schuft? Was interessiert denn dieses Mal gar nicht? Ah, ich mach's einfach so rum. Bin fertig mit der Arbeit. Fertig mit der Arbeit. Ich habe nur Seitenstechen, deswegen gehe ich so komisch. Kein Stress. Ich habe gestern zu viel getrunken. Müsste das nicht irgendwann mal auffallen, wenn haufenweise Leute fehlen? Ja, besprühe mich. Besprühe mich ganz langsam. Bin gespannt, wer der erste Boss ist in dem Spiel. Holla die Wolfe! So viel leckeres Blut, was da rumläuft. Something's wrong here. They are synthesizing a substance, a gas. They plan to release it into the atmosphere to infect the people. Tonight. There's something else. There is someone special here. Different from the others. Very, very powerful. I'm being sensed. I'm going to retreat. Be careful. Satans Diener sind lächerlich. Hat er keine Armee mehr oder was? Muss er jetzt einen Menschen infizieren mit seinem komischen Gas? Lächerlich, Satan. Ich werde dich töten, wenn ich dich nochmal sehe. Ich habe ja Erfahrung darin, ne? Jawohl! Durch die Brust. Neue Charakterdatei. Besessener Bürger. Wie an jedem Abend verlassen Millionen Bürger von unbedeuteten Alltagssorgen geplagt ihre Arbeitsstätte. Nie hätten sie sich vorstellen können, dass ein makaberer Virus sie alle bald in groteske, blutrünstende Bestien verwandeln würde. Nach den ersten Zuckungen, bei denen der Körper brutal deformiert wird, sind diese Ausgeburten des Bösen bereit, als neue Armeen Satans in den Straßen Chaos anzurichten und die Überlebenden niederzumetzeln. Sie setzen ihre Hände ein,
an denen sich noch immer Finger befinden, um nach beliebigen Gegenständen zu greifen, mit denen man Schaden anrichten kann, und ungeschickt die Schusswaffen abfeuern, die sie finden. Obwohl es für sie bereits zu spät ist, besteht doch Hoffnung für andere Menschen, rechtzeitig eine Impfung zu erhalten. Lauft, lauft, ihr niedlichen kleinen Ratten. Bald ist es egal, wo ihr euch versteckt. Bald werdet ihr mir gehören. Reiser Volkova. Ich glaube, das war die Tussi, die wir gesehen haben. Dieses Goffi-Gluder. Hopp! Gib mir dein Blut. Jawohl, einfach in der Mitte zerrissen. Das war gut. Das war noch besser. Oh oh. Oh, du bist ja hübsch. Sie ist eine richtige Schönheit, hä? You need to capture her and bring her to me. We should be able to discern much from her regarding these acolytes and their plans. If I had known you were coming, I would have made myself more presentable. Who are you and what do you want? Oh, I see now why you're here. I'm gonna have such fun with you! Sie hat das Memo noch nicht bekommen, oder? Jeder, der mal meinen Weg kreuzt, stirbt. Liebe Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Castlevania Lords of Shadows 2. Ich bin euer Zack und ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage immer stay tuned and so long.